Du hörst den Genius Alliance Podcast. Du bist Unternehmer und möchtest die nächste Evolutionsstufe der Digitalisierung erreichen? Dann starte jetzt und gewinne neue Kunden im Online-Dschungel. Mit starken Interviews, wertvollen Erfolgsstrategien und hochspezialisierten Digitalexperten. Der Genius Alliance Podcast. Von und mit Founder and CEO Norman Müller. Ich freue mich sehr, denn wir haben heute Irina Schaffier bei uns hier im Podcast. Irina und ich werde auch gleich erklären, warum diese Freude so groß ist. Hallo, grüß dich. Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, hier zu sein. Sehr, sehr gerne. Irina, du bist Fachanwältin für Wirtschaftsrecht und das ist das, was mich besonders freut, auch Partnerin in der Genius Alliance University und natürlich auch Mentorin. Mit dir zusammen haben wir ein Mentorenteam, also ein großartiges Team zusammengestellt von Fachanwälten und Steuerberater ist auch mit dabei. Und wir werden uns um das ganze Thema Recht und Wachstum im Unternehmen kümmern. Dazu vielleicht in der zweiten Hälfte des Podcasts heute ein bisschen mehr. Als erstes würde ich gerne von dir vielleicht noch eine Kurzvorstellung hören. Wer bist du als Privatperson und was genau machst du beruflich? Ja, also ich bin Irina Schaffier, 33 Jahre alt und Rechtsanwältin. Ich bin keine Fachanwältin für Wirtschaftsrecht, sondern europäische Wirtschaftsjuristin und habe noch ein Studium zum Business Coach gemacht. Und ich bin Mama, ganz stolze Mama, habe eine kleine Familie. Und ja, was gibt's noch zu berichten? Also meine Hobbys sind Zumba-Tanzen und einfach Spaß haben. Und ansonsten bin ich auch sehr, sehr stolz drauf und froh, dass du mich gefragt hast, ob ich Mentorin bei der Genius Alliance University sein möchte. Und ich freue mich riesig auf unsere Masterclass mit ganz vielen tollen Spezialisten. Das wird super. Ab Mai startet das Jahr. Genau. Schön. Ganz junge Mama, da würde ich gerne einsteigen, weil Familie ist ja auch dir super wichtig, genau wie mir eben auch. Wie bringst du Familie und Beruf so in Einklang? Du hast eine eigene Kanzlei, bist Mama geworden. Wie funktioniert das so in deiner Welt? Ja, also dadurch, dass ich ja selbstständig bin, habe ich natürlich sehr viele Freiräume mir schaffen können über die letzten Jahre. Meine Tochter ist jetzt fast 2,5. Und ich denke, das ist immer so ein Prozess mit der Vereinbarkeit zwischen Beruf und Familie. Das stimmt, ja. Und ja, den versuche ich einfach von Tag zu Tag immer weiter zu optimieren. Und meine Kleine ist jetzt auch zu Hause momentan, die geht nicht in die Kita, soll sich aber jetzt bald wieder ändern. Und klar, wenn das Kind fremdbetreut ist in der Kita, ist es deutlich einfacher, ne? Dann hole ich sie um 15 Uhr ab und dann ist nur Eltern-Kind-Zeit. Mhm. Oder wenn der Papa dann halt auch da ist um 16, 17 Uhr, fängt es dann richtig an mit dem Familienleben. Und jetzt ist es aber so, da ist morgens bis abends eigentlich beides, Beruf und Familie, gefragt. Und das ist eine ganz spannende Zeit. Bringt auch sehr viele Herausforderungen mit sich, Spontanität, flexibel sein muss man, organisieren können, und ich versuche das einfach so ein bisschen als Challenge zu sehen, um mich selbst einfach weiterzuentwickeln, und ich sehe jeden Schritt meiner Tochter, das ist total schön. Das ist das Tolle, dass man die Kinder aufwachsen sehen kann. Und ich muss sagen, meine Mandanten haben echt allesamt Verständnis dafür, ne? Ich hatte zwar eine Mandatsanfrage am Telefon, wo dann gesagt wurde, oh Gott, sie haben ja ein Kind im Hintergrund. Ich glaube, sie haben gar keine Zeit für Mandate. Das war wirklich so das Einzige, wo ich meinte, okay, wenn sie das so sehen, dann soll es so sein, ne? Die Mandanten müssen ja auch sich irgendwie damit einverstanden erklären, dass man auch noch andere Dinge nebenbei macht. Aber die meisten haben selbst Familie und wissen um diese Herausforderungen während der Pandemie gerade und haben großes Verständnis und freuen sich sogar, ne? Die finden es ganz toll, wenn noch ein Kind manchmal im Hintergrund was sagt. Also klappt alles eigentlich ganz gut. Ja, weil es einfach auch dazugehört. Ich finde es auch wichtig. Ja? Und das einfach, ich habe ja auch Kindergeschrei, wir haben 5 Kinder zu Hause. Ja, kann man sich vorstellen, was da in Pandemiezeiten los ist. Ja. Und dann gehört das einfach dazu. Ja, das, ja, genau. Stark. Dein Thema, liebe Irina,
ist das ganze Thema Forderungsmanagement. Und was ich dich unbedingt fragen wollte in diesem Podcast ist, wie konntest du dafür eine Leidenschaft entwickeln? Ja, also es heißt ja immer, man soll da tiefer reingehen, wo die Stärken liegen. Und ich bin direkt nach dem Studium 2013 in eine Wirtschaftskanzlei gekommen, die ihren Schwerpunkt auch auf dem Forderungsmanagement hatte. Wir haben international ganz viele Unternehmen vertreten. Und tatsächlich hat mein Chef immer so eine Kurve gezeichnet, welcher Mitarbeiter wie viel Geld reinholt für diese Unternehmen. Und ich war dann irgendwann so total weit vorne und irgendwie hatte ich da einfach eine Stärke. Ich kann es auch nicht erklären. Im Nachhinein habe ich gemerkt, dass ich mehr kommuniziere mit den Schuldnern, also auf deren Situation immer eingehe und einfach die Kommunikation eben als Tool benutze, damit es eben nicht immer gleich ist. Also Forderungseinzug ist durchaus sehr individuell. Und ich habe immer auch einen Wert drauf gelegt, dass eben diese Kundenbeziehung nicht belastet wird. Also, dass die Schuldner möglichst weiterhin Kunde bleiben bei diesem Unternehmen. Und dadurch, dass es einfach immer so super geklappt hat, hat es mir auch viel Spaß gemacht. Ich bin dann 2016 Anwältin geworden und bin dann in eine Insolvenzrechtskanzlei gekommen. Und natürlich haben insolvente Unternehmen naturgemäß ganz, ganz viele Forderungen gegen andere. Also das ist in den meisten Fällen so. Und da wurde ich zur Abteilungsleiterin der Abteilung für Forderungsmanagement. Und auch da hat es immer ganz gut geklappt. Ich hatte ein paar Mitarbeiter in der Abteilung und es hat auch riesen Spaß gemacht. Dann bin ich ja Mama geworden, habe da gekündigt, weil ich einfach nicht mehr dieses Angestelltenverhältnis in meinem Leben irgendwie implementieren konnte. Gab es dafür einen Auslöser? Also gab es so einen Moment, wo du gesagt hast, ich muss mich selbstständig machen? Also ich hatte tatsächlich einen ganz tollen Chef, ganz tolle Kollegen und ich denke, die hätten mir auch alle Freiräume ermöglicht oder die meisten Freiräume ermöglicht, die ich angefragt hätte. Da bin ich mir schon sicher. Aber ich bin halt ein sehr zuverlässiger Mensch, ne? Also ich weiß, wenn dann irgendwie ein Kollege was von mir direkt irgendwie bis 15 Uhr möchte oder mein Chef dann irgendwie um 12 Uhr was auf dem Tisch sehen möchte, irgendein Gutachten oder sonst was, dann mache ich das auch und dann frage ich auch nicht, kann ich das vielleicht morgen abgeben oder so. Und das ist irgendwie im Hinterkopf so eine kleine Last gewesen, wo ich dachte, ich möchte das gar nicht. Ich will die Dinge machen, wann ich sie möchte. Ne? Wenn ich nachts arbeiten will, dann soll es so sein. Und das ohne schlechtes Gewissen. Und das kann ich einfach nur, wenn ich meine eigene Chefin bin. Und das war einfach der Gedanke. Wie hat sich das angefühlt, als du das erste Mal so am Schreibtisch gesessen hast und gesagt hast, okay, du musst jetzt niemanden zuliefern oder zuarbeiten? Ja, das war total schön. Also ich muss sagen, ich musste auch vorher gar nicht so richtig, also in 90% der Fälle habe ich einfach meine Mandate bearbeitet und musste gar nicht zuarbeiten. Aber natürlich habe ich auch teilweise Gutachten geschrieben oder irgendwelche Sachen mit meinen Kollegen im Team zusammen bearbeitet, gerade so Großmandate. Das war erstmal ein ganz komisches Gefühl, weil es war ja nicht nur so, dass ich niemandem zuarbeiten musste, sondern ich hatte erstmal auch gar keinen einzigen Mandanten. Das war erstmal so ein komisches Gefühl, wo ich dachte, okay, ich bin jetzt selbstständig, aber wo kriege ich eigentlich die Mandanten her? Wir haben eine Pandemie, es gibt gar keine Veranstaltungen oder ähnliches und dann habe ich über Instagram so ein bisschen gepostet und habe darüber auch ein paar Mandate bekommen, aber das ist irgendwie auch gar nicht so meine Welt, ne? Instagram ist ja eher darauf ausgerichtet, dass du dich sehr viel zeigst, ne? Den ganzen Tag über und am besten immer am Schreibtisch. Und dann habe ich LinkedIn für mich entdeckt und habe eigentlich erst im Februar letzten Jahres meinen ersten Post gemacht und das hat total Spaß gemacht. Also ich habe gemerkt, bei LinkedIn sind ja die meisten Geschäftsführer oder Vorstände, die sind da immer vertreten oder eben Führungspersönlichkeiten und die interessieren sich sehr für das Thema Forderungsmanagement. Und dann habe ich auch gleich ganz viele Mandate bekommen, ganz viele spannende Kontakte und habe jetzt ja mittlerweile irgendwie fast 13.000 Follower in einem Jahr, weil ganz viele Leute sich eben für dieses Thema begeistern und konnte auch schon ganz viele Forderungen durchsetzen. Also das ist wirklich eine ganz tolle Plattform für mich und ich kann eben fast von zu Hause aus die ganze Zeit arbeiten, außer wenn ich eben Gerichtstermine habe. Stark.
also in der kurzen Zeit, spricht auch für die organische Reichweite, die man aufbauen kann, ne, über LinkedIn, aber spricht eben auch für dein Thema. Und das ist im Grunde das, was wir jetzt auch mit der Masterclass natürlich fokussieren wollen. Wir sind gerade in einer, man kann eigentlich sagen, nach der Pandemie kommt die nächste Krise, ja, was wir mit Russland und Ukraine gerade erleben. Und das wird sich natürlich auch auf die Wirtschaft auswirken. In welcher Ausprägung, das muss ich erst noch zeigen, aber es ist absehbar, dass sicher die ein oder andere Forderung tatsächlich auch ausfallen wird. Und deswegen freue ich mich sehr, dass wir die Masterclass auch mit anderen Fachexperten und Expertinnen zusammengestellt haben und dass wir hier vor allen Dingen wirklich aktiv über einen Zeitraum mehrere Wochen Hilfestellung leisten können. Ich würde gerne mit dir so ein bisschen in das Thema einsteigen und habe eine Frage, die ich extrem wichtig finde, nämlich wie kann ich denn meine Forderung am besten absichern als Unternehmen? Ja, also zur Absicherung von Forderungen gibt es natürlich verschiedene Möglichkeiten. Einerseits durch Individualvereinbarungen oder allgemeine Geschäftsbedingungen, die man eben in jeden Vertrag einbeziehen sollte. Dann kann man sich natürlich eine Bürgschaft ausstellen lassen, beispielsweise wenn jetzt ein Start-up der Vertragspartner ist und eigentlich noch gar nicht so liquide ist, dann kann man Sicherheiten vom Geschäftsführer verlangen oder man macht eine Forderungsausfallversicherung. Das heißt, die Versicherung springt ein, falls eben der Schuldner nicht liquide sein sollte. Das lohnt sich nicht in allen Fällen, aber da gibt es gerade Unternehmenssparten, wo es sich absolut lohnt, zum Beispiel in der Produktion. Und ja, dann sollte man einfache Zahlungsmethoden anbieten. Ich habe auch die Erfahrung gemacht, dass eben PayPal und Apple Pay sehr, sehr gut funktionieren. Mhm. Und da diese Hürde dieser Überweisung, dieses Altertümliche eigentlich genommen wird und die Leute dann viel eher bezahlen, weil sie eben ihr Smartphone immer dabei haben. Also da gibt es tatsächlich viele Möglichkeiten und ja, das sind so die gängigsten, ne? Also Bürgschaften, Eigentumsvorbehalte, gerade wenn es um Werkverträge geht, ne? Oder wenn man irgendwas liefert, dass bis zur vollständigen Zahlung eben das Eigentum immer noch beim Gläubiger, also beim Verkäufer bleibt und nicht an den Käufer übergeht. Das haben ganz viele Unternehmen auch nicht geregelt. Ja, solche Einzelheiten. Aber da muss man natürlich die Unternehmenssparte sich angucken und schauen, was sich genau individuell auf dieses Unternehmen oder auf den Selbstständigen am besten übertragen lässt. Ne? Das ist immer ein bisschen unterschiedlich. Ja, das zeigt auch, dass man eine vernünftige Vertragsgrundlage braucht, ne? Um das Auftragsverhältnis einfach auch abzusichern. Du hast gerade gesagt, das Thema Eigentumsvorbehalt, also das Eigentum geht über, wenn die vollständige Bezahlung erfolgt ist. Das sieht man ja, wenn ich irgendwelche physischen Güter kaufe beispielsweise, lässt sich das auch irgendwie machen mit Services, mit Dienstleistungen? Naja, mit Dienstleistungen, da erwirbt man ja kein Eigentum. Das ist dann immer so ein bisschen schwierig. Die Dienstleistung erbringst du und dann hast du ja eigentlich auch deinen Vergütungsanspruch. Und da kannst du ja nichts mehr zurückfordern, ne? Wenn du eine physische Sache verkaufst, irgendwie einen Computer oder so, dann könntest du ihn ja praktisch noch zurückfordern und anderweitig weiterverkaufen. Aber deine Dienstleistung, die hast du ja dann schon erbracht und das ist ja im Endeffekt deine Zeit, die vergütet wird und die kannst du dir auch in keiner Art und Weise wiederholen. Also das ist dann doch ein anderer Fall. Beziehungsweise das Ergebnis ja doch. Also wenn ich zum Beispiel daran denke, ich wende meine Zeit auf, um eine Idee und ein Konzept für ein Unternehmen zu entwickeln, neues Geschäftsmodell beispielsweise, ja, oder den Prozess einer neuen Vertriebsstruktur, dann ist ja die Frage, ist ja mein geistiges Eigentum, ja, dass die Nutzung dieses Konzeptes, weiß nicht, ob man das durchsetzen oder nachweisen kann, ja dann doch mein Eigentum ist, ne? Ja, also da muss man tatsächlich rechtlich unterscheiden zwischen Dienst- und Werkverträgen. Ne? Wenn du ein bestimmtes Ergebnis schuldest, dann wird es rechtlich eher als Werkvertrag qualifiziert und nicht als Dienstvertrag. Und natürlich kannst du deine Urheberrechte schützen lassen und geistiges Eigentum ebenso. Das ist dann aber wirklich auch sehr individuell anzuschauen. Das werden wir in unserer Masterclass auch sehen, wo wir eben die Spezialisten dafür haben. Aber das wird dann eher ein Werkvertrag sein. Mhm.
der mich absichert, beziehungsweise wo beide Vertragspartner ein gemeinsames Ergebnis entscheiden. Ja? Und die Kalkulationsgrundlage ist dann halt ein entsprechender Zeitaufwand. Genau, oder gerade wenn es um Markeneintragungen geht, muss man auch gucken, wer trägt überhaupt diese Marke ein. Jemand, der noch nicht bezahlt hat, er nicht. Ne? Wenn du jetzt irgendwie diese ganzen markenrechtlichen Sachen entwickelst, da braucht man tatsächlich eine ganz, ganz gute Absicherung. Also da ist es umso wichtiger. Ja. Wie du schon sagst, wir werden den Deep Dive in der Masterclass machen und wir werden natürlich auch in den nächsten Wochen immer mal wieder eine Podcast-Folge zusammen machen, Irina. Freue ich mich schon drauf. Ja, ich freue mich. Und uns mal das ein oder andere Thema raussuchen. Du hast vorhin noch ein wichtiges Thema gesagt, was ich sehr bedeutsam finde, weil ein Unternehmen kann ja immer mal in eine Schieflage geraten, verschuldet oder nicht verschuldet. Und da geht es natürlich auch immer wieder um Kundenbeziehungen. Du hast gesagt, das ist deine große Stärke, ja, dass es eben nicht nur um die Durchsetzung rechtlicher Interessen geht, sondern es geht natürlich auch darum, kann man sich am Ende noch in die Augen schauen oder weiter an Projekten gemeinsam arbeiten. Hast du da für uns ein paar Beispiele, ohne Namen zu nennen natürlich, wo dir das gelungen ist und was im Grunde so, was so der ein oder andere Tipp wäre für Unternehmen, wie gehe ich damit um, wenn ich ein Unternehmen habe, was mir Geld schuldet? Ja, also die Situationen, die am schwierigsten für die Beteiligten sind, sowohl für meine Mandanten als Gläubiger als auch für die Schuldner, sind meistens eben Darlehensverbindlichkeiten. Ne? Also wenn zum Beispiel Leute befreundet sind und der eine leiht dem anderen Geld, also reicht ein Darlehen aus und das wird eben nicht zurückgezahlt, dann ist es natürlich eine besonders schwierige Situation, weil dann auch die Freundschaft leidet und so weiter. Da habe ich tatsächlich einige Unternehmer, die aufgrund ihrer vorhandenen Liquidität eben Privatdarlehen ausgereicht haben im Bekanntenkreis, gerade während der Pandemie. Und die wurden dann eben nicht zurückgezahlt. Und das sind dann emotional belastete Strukturen, die man dann auflösen muss. Und tatsächlich gelingt es auch, dass die wieder miteinander sprechen, dass die Ratenzahlungsvereinbarungen treffen und dass sich da alles wieder einspielt. Aber bei den Unternehmen ist es so, dass ich zunächst einmal meinen Mandanten immer die Frage stelle, wollt ihr diesen Kunden überhaupt behalten? Weil es hat auch was mit dem eigenen Money-Mindset zu tun und auch mit den Werten, die man selbst lebt und die man im Unternehmen leben möchte. Und da muss man sich eben anschauen, möchte ich überhaupt Kunden weiterhin bedienen, die meine Forderungen nicht ausgleichen, obwohl ich über einen längeren Zeitraum versuche, diese Forderungen einzubringen und da auch mal hinterher telefoniere und ähnliches. Und ich denke, es lohnt sich nicht, Kunden zu behalten, die eben nicht zahlungswillig sind, weil das eben zeigt, dass sie die Dienstleistung, die Werkleistung oder das Produkt nicht so honorieren, wie man es eben verdient hat als Unternehmer. Aber trotzdem denke ich, dass es sehr wichtig ist, dass der Kunde eben nicht verärgert ist und dass man eben auch klärt, ob irgendwelche Einwände da sind, ob das Produkt vielleicht so schlecht war, dass der Kunde gar nicht zahlen will. Ne? Das lohnt sich ja eben auch für das Unternehmen zu wissen, welche Einwände es vielleicht gibt. Und in der Kommunikation versuche ich eben immer sehr wohlwollend zu sein und immer nachzuhaken, woran es liegt, mir Informationen über die wirtschaftliche Lage des Kunden einzuholen. Viele sind ja wirklich gerade nicht besonders liquide. Ich weiß, dass viele nur in Kurzarbeit irgendwie gerade sind und ja, vielleicht auch ihren Job verloren haben. Also tatsächlich gibt es diese Fälle in der Praxis ganz, ganz oft gerade. Und da schließe ich auch ganz viele Ratenzahlungsvereinbarungen ab. Mhm. Und meine Mandanten freuen sich total, weil die sehen dann zumindest das Geld, auch wenn es über einen gewissen Zeitraum geht. Ne? Ja, das heißt, die Fronten sind verhärtet unter Umständen und es braucht einfach die Sicht von außen, fast eine Art Mediation durch dich. Dass man sagt, okay, ich schaue mir beide Seiten an und schaue, wo ist das gemeinsame Commitment möglich. Aber ich gebe dir recht, genau. Es ist natürlich schwierig, jemanden zu haben, gerade wenn man über einen längeren Zeitraum dem Geld hinterher rennt und dort eigentlich gar keine Kommunikation stattfindet oder auch gar keine Bereitschaft, irgendwie einen Lösungsweg zu finden, da noch eine Geschäftsbeziehung aufrechtzuerhalten. Genau, und ich finde, das gibt auch den Unternehmern sehr viel Selbstbewusstsein, einfach irgendwann zu sagen, stimmt, ich möchte solche Kunden gar nicht haben, ne? Und ich
schaffe einfach den Freiraum für die Kunden, die meine Dienst- oder Werkleistung oder meine Produkte honorieren und die das auch schnell und gerne bezahlen. Und ja, da sehe ich meine Rolle auch so ein bisschen nicht nur als Anwältin, sondern ich mache dann auch so ein bisschen Mindset-Arbeit. Ne? Viele verzichten ja einfach auf die Forderungen. Es gibt wirklich ein Unternehmen, das hat 90.000 an Forderungsausfällen und das hat sich immer wieder irgendwie so ein bisschen über die Jahre gesammelt. Und der Geschäftsführer hat mich über LinkedIn gefunden und meinte so, ich habe jetzt über die letzten 2,5 Jahre 90.000 an Forderungsausständen angesammelt. Können Sie mir da irgendwie helfen? Ich habe immer gedacht, das ist ja gar nicht so schlimm. Ich mache so viel Umsatz, da sind die 90.000 eigentlich gar nichts gegen. Aber irgendwann haben die Leute das auch satt, ne? Weil irgendwann spricht sich das auch teilweise rum. Du brauchst den ja gar nicht zu bezahlen, der verzichtet auf sein Geld. Ne? Sowas gibt es ja auch. Klar. Wann verjährt das denn? Also wenn ich jetzt, also gibt es eine Verjährung zum einen und die Frage ist, wann muss ich was getan haben, damit die Verjährung eben gar nicht eintritt? Ja, also die regelmäßige Verjährungsfrist, es gibt natürlich auch Ausnahmen, aber die regelmäßige Verjährungsfrist beträgt 3 Jahre und sie fängt an zu laufen am 31.12. des Jahres, in dem die Forderung entstanden ist. Also das heißt, wenn wir jetzt eine Rechnung stellen, zum Beispiel heute am 9. März 2022, dann fängt die Verjährungsfrist am 31.12.22 an und geht über 23, 24, 25. Und bis zum 31.12.25 sollte man dann eben Schritte eingeleitet haben, die schon gerichtlich sind. Also entweder einen Mahnbescheid beantragen oder Klage einreichen. Und die sollte am besten auch schon zugestellt sein bis zu diesem Zeitpunkt. Weil alles, was außergerichtlich ist, das hemmt dann die Verjährung nicht. Mhm. Also da muss man schon gerichtliche Schritte gehen. Nur nochmal, um das klarzustellen, Mahnbescheid vom Amtsgericht und nicht die eigene Mahnung. Also reicht nicht, dass ich gesagt habe, innerhalb der ersten 3 Jahre, ja, habe ich eine Mahnung geschickt oder reicht das schon? Nein, das reicht nicht. Man muss da tatsächlich gerichtliche Schritte gehen, also entweder im Mahnverfahren sich gerichtliche Hilfe holen vor dem Mahngericht oder eben direkt Klage einreichen, wenn die Forderung unter 5.000 ist, bei dem Amtsgericht oder beim Landgericht über 5.000. Da sollte man sich am besten auch anwaltliche Hilfe holen, weil es wäre sehr, sehr schade, wenn man da irgendwie einen Fehler macht und die Verjährung dann doch nicht gehemmt ist. Mhm. Aber spätestens da sollte man dann eben tätig werden. Aber so lange zuzuwarten, ist eigentlich auch nicht so schlau, ne? Also, wer einen Forderungsausfall hat, sollte selbst mahnen, durchaus. Man muss jetzt nicht künstlich irgendwie sich immer Anwälte zur Seite holen, wenn man vielleicht durch einen Telefonanruf oder so die Sache auch klären kann. Aber wenn man merkt, das bringt einfach alles nichts, dann sollte man sich an ein Inkassounternehmen oder an den Anwalt wenden. Ja. Wie kann ich denn sicherstellen, also wenn ich mir zum Beispiel, also viele Startups zum Beispiel hier hören in diesem Podcast und die überlegen natürlich, vielleicht am Anfang sind es nicht so die großen Beträge, ja, da ist vielleicht mal 1.000 Euro oder 3.000 Euro, vielleicht auch mal mehr, ja, aber ab wann lohnt es sich tatsächlich mit einem Anwaltsbüro zu sprechen, ab welcher Summe? Also es lohnt sich eigentlich immer, weil in dem Zeitpunkt, in dem der Gläubiger, also das Start-up, den Schuldner in Verzug gesetzt hat und Verzug tritt er entweder mit der Rechnung schon ein, wenn da steht zahlbar bis zum 11.11.22, dann tritt am 12.11.22 bereits Verzug ein oder man mahnt eben nochmal und sagt zahlen innerhalb von einer Woche und die Woche verstreicht. Dann ist der Schuldner im Verzug und da muss auch der Schuldner die Anwaltskosten letztendlich bezahlen. Und ich denke, jeder Anwalt schaut sich die Forderung erstmal ganz unverbindlich und kostenfrei an und sagt, ob es sich überhaupt lohnt, vorzugehen oder nicht. Also es sollte schon jeder Anwalt tun. Und ja, dann kriegt der Anwalt eben auch vom Schuldner sein Honorar erstattet. Ne? Also es lohnt sich eigentlich bei jeder Summe, sich Hilfe zu holen. Ja. Ist es so, dass wenn dir der Einspruch des Kunden, der nicht zahlen möchte, gerechtfertigt ist, bleibe ich dann auf den Kosten sitzen meines Anwaltes? Ja, das ist dann tatsächlich so. Deswegen sollte man, wenn man sich Beratung holt, auch ganz ehrlich mit dem Anwalt sein und sagen, ich habe dann Schreiben erhalten auf meine Zahlungsaufforderung hin und da steht irgendwie, keine Ahnung, dass
Portemonnaie hatte irgendwie einen kaputten Reißverschluss oder so und das ist für mich überhaupt nicht brauchbar und ich schick's zurück oder so, ne? Ja. Und das wäre ja dann schon eine Schlechtleistung, über die man dann sprechen muss. Und natürlich hat der Schuldner, der Käufer, dann auch Gewährleistungsansprüche und die muss man sich dann eben anschauen. Also es ist nicht nur immer so, dass wenn man eine Rechnung geschrieben hat, dass man gleich einen gerechtfertigten Anspruch hat, ja, sondern der Anwalt schaut sich ganz genau an, hat der Schuldner irgendwas vorgetragen, was diesen Anspruch aktuell zu Fall bringt und wie kann man dafür sorgen, dass man diesen Anspruch dann eben durch Gewährleistungsansprüche oder Ähnliches dann eben doch gerechtfertigt durchsetzen kann. Ne? Also man kann dann zum Beispiel das kaputte Portemonnaie zurücknehmen, ein neues liefern und dann sagen, so, jetzt ist aber meine Rechnung gerechtfertigt und zahl bitte innerhalb von einer Woche. Hm. Aber da muss man natürlich schon auch gucken, ob die Einwände gerechtfertigt sind, klar. Ja, das ist, glaube ich, nochmal wichtig zu sagen, dass man im Vorfeld einfach selber klärt, inwieweit ist die Leistung erbracht worden, welche Korrespondenzen gab es dazu, ne? Also gab es Feedback schon von der Gegenseite zu sagen, ich bin damit nicht einverstanden, ob das jetzt die Qualität ist oder eine Dienstleistung, ja. Und dann aber auf jeden Fall das Gespräch mit dem Anwalt suchen. Genau. Ja. Können wir noch mal ganz kurz oder kannst du noch mal ganz kurz den Prozess skizzieren, wie ich mit einer offenen Rechnung wirklich umgehe? Also erste, zweite, dritte Mahnung, Gang zum Anwalt, was kommt dann? Ja, also ich denke mal, 3 Mahnungen sind eigentlich schon zu viel, ne? Weil man bindet ja immer Ressourcen der Mitarbeiter ein oder schlimmstenfalls seine eigenen Ressourcen, wenn man selbstständig ist und eigentlich sich auf das Tagesgeschäft konzentrieren möchte. Ich denke, 2 Mahnungen sind wirklich schon das Maximum, was man verschicken sollte. Es reicht dann auch. Man könnte höchstens ein Gespräch suchen und einfach mal telefonieren. Und wenn man dann eben nicht weiterkommt, dann schaut man sich an, ist meine Forderung unstreitig, also hat die Gegenseite gar keine Einwände vorgebracht oder ist die streitig? Wenn sie streitig ist, dann sollte man die ganze Korrespondenz eben an den Anwalt übergeben. Und die meisten Anwälte versuchen dann auch nochmal außergerichtlich das Gespräch mit dem Schuldner zu suchen, machen eine außergerichtliche Zahlungsaufforderung fertig, versenden diese und dann kommt meistens schon die Antwort, weil die Schuldner natürlich wissen, wenn jetzt ein Anwalt am Werk ist, dann kommen immer mehr Kosten auf ihn zu. Ne? Die Anwaltskosten, dann könnte der Anwalt gerichtlich vorgehen, dann kommen noch Gerichtskosten dazu, die man im Endeffekt vielleicht ausgleichen muss. Aber es gibt eigentlich 3 Varianten der Forderungsdurchsetzung, und zwar außergerichtlich, im Mahnverfahren und im Klageverfahren. Und welchen Weg man geht, sollte man ganz individuell anhand der vorliegenden Forderung entscheiden. Also das muss man tatsächlich im Einzelfall eben sich genau anschauen. Hm. Wenn ich jetzt an so einen digitalen Rechnungsstellungs- und Mahnprozess denke, ja, beispielsweise verwenden zum Beispiel viele Startups LexOffice, ja, oder Safdesk gibt es, glaube ich, auch eine Software, die das entsprechend kann. Und da gibt es ja Vorlagen. Das heißt, ich stelle meine Rechnung, gibt es ein Zahlungsziel, das Zahlungsziel verstreicht, Zahlung geht nicht ein. Ja, dann kann ich aus diesem System automatisiert Mahnungen erstellen und die per E-Mail versenden. Zum einen die Frage an dich, bin ich verpflichtet, Mahnungen rauszuschicken und wenn ja, in welcher Form? Ein kurzer Hinweis an dieser Stelle auf unseren neuen Podcast-Sponsor New Lunch. Wenn du deinen Mitarbeitern etwas Gutes tun und vor allem auch für neue Fachkräfte attraktiver werden möchtest, dann schau dir unbedingt New Lunch an. Das Team um die Gründer Michael Menten und Sven Köhler kümmert sich um subventionierte Mitarbeiterverpflegung durch steuerliche Essenszuschüsse. Das heißt, der manuelle Belegcheck und undurchsichtige steuerliche Vorgaben gehören damit der Vergangenheit an. Das Ganze funktioniert natürlich ganz smart über eine Mobile-App mit einem digitalen Marktplatz und kooperierenden Restaurants. Essenszuschüsse sind ohne Frage schon lange eine beliebte Möglichkeit, die Steuerlast sowohl für das Unternehmen selbst als auch für die Angestellten zu optimieren. Und das ist nun endlich von New Lunch bedingungslos digitalisiert worden. Also minimaler Aufwand und direkte Benefits für deine Mitarbeiter statt umständliche Rückerstattungsprozesse über die Gehaltsabrechnung. Tut mir einen Gefallen und schaut euch unbedingt diesen tollen Service von New Lunch an. Geht dazu ins Netz auf www.newlunch.de oder
auf den Link in den Shownotes dieser Podcast-Folge. Und wenn ihr bei eurer Kontaktaufnahme noch Genius Alliance erwähnt, bekommt ihr ganz sicher auch noch einen Special Deal. Nee, also eine Verpflichtung gibt es tatsächlich nicht. Man muss nicht mahnen, soweit das Zahlungsziel beispielsweise in der Rechnung schon vorgegeben ist. Mhm. Das ist auch gesetzlich geregelt. Also es ist nach dem Gesetz so, dass wenn kein bestimmtes Zahlungsziel, also kein Datum festgelegt ist, dass dann Verzug nach 30 Tagen eintritt. Und bei Verbrauchern, wenn der Kunde Verbraucher ist, muss man gesondert auf diese Regelung des BGB hinweisen in der Rechnung. Bei Unternehmern muss man nicht darauf hinweisen. Da geht man davon aus, dass sie es sowieso schon wissen. Und wenn ein Zahlungsziel in der Rechnung vorhanden ist, also beispielsweise 11.11.22, dann tritt ja sowieso automatisch am 12.11.22 Verzug ein. Aber natürlich kann es mal passieren, dass eine Rechnung untergeht oder dass irgendwas mit der Bezahlung nicht funktioniert hat und der Kunde das nicht gesehen hat. Und da sollte man schon selbst einfach nochmal eine Mahnung rausschicken. Muss man auch nicht per Post tun, sondern per E-Mail reicht aus. Da gibt es eventuell Beweisschwierigkeiten, wenn der Kunde, der per E-Mail erreicht wird, eben ein Verbraucher ist. Weil der Verbraucher muss nicht immer seine E-Mails checken, der Unternehmer schon. Und da muss man eben schauen, kann ich überhaupt nachweisen, dass ich gemahnt habe? Das ist gerade bei telefonischen Mahnungen immer schwierig. Mhm. Aber auch telefonische Mahnungen sind eben Mahnungen, die rechtsgültig sind. Nur da ist eben, wenn es mal zum Gerichtsprozess kommt, die Beweiskraft eben fraglich. Ne? Also hatte ich irgendwie einen Zeugen dabei beim Telefonat oder steht Aussage gegen Aussage? Das ist dann nochmal eine andere Frage. Aber man kann natürlich auch telefonisch mahnen beispielsweise. Mhm. Spannend. Also auch die Unterscheidung B2C, B2B. Ja? An welchem Markt bin ich eigentlich unterwegs? Genau, da gibt es Unterscheidungen. Ja, absolut. Also schon bei der Rechnungsstellung gibt es Unterscheidungen, die meines Wissens, soweit ich das bisher gesehen habe, auch nicht in Safdesk oder anderen Plattformen implementiert sind. Also die sind tatsächlich nicht in der Rechnung drin, diese Hinweise darauf, dass nach 30 Tagen schon automatisch Verzug eintritt, selbst im B2C-Geschäft. Also auch da muss man eben individuell auf seine eigenen Rechnungen schauen. Ja, auch die Textbausteine, der Hinweis von dir, vorhin fand ich super wertvoll, dass der Eigentums- oder die Eigentumsübertragung erst nach vollständiger Bezahlung der Rechnung stattfindet. Ja, das sind ja alles dann wichtige Elemente, die ich einfach brauche auf der Rechnung oder im Vertrag schon am besten, ja. Genau, meistens in den allgemeinen Geschäftsbedingungen, da stehen die Eigentumsvorbehalte eigentlich drin, aber viele Unternehmer haben ja nicht mal allgemeine Geschäftsbedingungen. Es ist auch kein Muss, aber es ist natürlich schön und man stärkt damit absolut seine eigene Rechtsposition. Ja, kann ich nur empfehlen, aus eigener Erfahrung. So ein paar Erfahrungen werden wir auch teilen in der Masterclass. Da freue ich mich schon sehr drauf. Ich auch, absolut, vor allen Dingen auf die Kollegen. Also was für Wissen wir eigentlich innerhalb von 8 Wochen vermitteln, das ist eigentlich unglaublich. Und das lohnt sich für jeden Geschäftsführer, weil ich denke, diese ganzen Rechtsgebiete, die wir da abdecken, man muss einfach sensibilisiert dafür sein. Weil wenn man das noch nie gehört hat, worauf man eigentlich zu achten hat, dann kann man es eigentlich nicht wissen. Und bevor man sich versieht, wird man dann abgemahnt, weil der Online-Auftritt vielleicht fehlerhaft ist und ähnliches. Also es wird absolut sich lohnen. Wollen wir mal erzählen, wer alles dabei ist? Wir machen jetzt ein bisschen Werbung, wir zwei hier. Weil ich es einfach so wichtig finde, es ist durchaus, und das sage ich mit aller Deutlichkeit und aus eigener Erfahrung, es ist durchaus auch existenzbedrohend, sich mit diversen Themen nicht auseinandergesetzt zu haben. Und wenn das Thema dann einmal im Raum steht, ja, dann ist es halt schwierig, wieder wegzukriegen. Ich bin ja aus dem Insolvenzbereich. Ne? In den 4 Jahren habe ich ja viele insolvente Unternehmer und Unternehmen kennengelernt. Und es scheitert wirklich oft am Rechtlichen, also an Forderungsausfällen, aber auch an anderen Streitigkeiten, beispielsweise wettbewerbsrechtliche Prozesse, wo man dann eben so viel Geld verloren hat, wenn man abgemahnt worden ist oder ähnliches. Oder eben Steuern. Das Thema Steuern ist auch absolut wichtig. Oder Geschäftsführerhaftung, das ist ja auch unumgänglich. Ja. Ja. Gibt es eine tolle Versicherung, die ich dann noch empfehlen werde? Ja. Die wirklich wichtig ist. Also das
Wir hatten sie fast gekündigt und dann haben wir sie gebraucht. Genau. Irina, bei dir, wir haben bei dir das Thema Forderungsmanagement, also übrigens die Masterclass nennt sich Law and Order. Das war mal ein Arbeitstitel, hat sich jetzt durchgesetzt, was ich immer wieder erstaunlich finde. Dann haben wir den Philipp mit an Bord, Gesellschaftsrecht. Ja, die Smaroa haben wir mit an Bord, Arbeitsrecht. Der Florian, Steuerrecht. Dann haben wir die Ulrike, Datenschutz und Wettbewerbsrecht. Den David mit Marken- und Urheberrecht finde ich auch super wichtig, super spannend. Ein Thema, was einfach aufgrund meiner Historie immer wieder ein Thema ist. Und dann haben wir nochmal eine andere Ulrike mit dem Thema Insolvenzrecht. Genau. Also das volle Programm, um einfach, wir haben es genannt, rechtssicher wachsen. Einfach ein wichtiges Thema, mit dem sich jedes Unternehmen und gerade bei Startups, glaube ich, gleich von Anfang an die richtigen Weichen stellen, beschäftigen sollte, aber auch KMUs, super wichtiges Thema. Ja, ich kann es nur immer wieder betonen. Ja. Gab es eine Geschichte, liebe Irina, in deiner beruflichen Laufbahn, die ganz besonders oder vielleicht sogar kurios ist? Weil ich stelle mir das schon so vor, wenn ich immer mit Forderungsmanagement zu tun habe, ist es ja oftmals ein Schmerzpunkt bei den Menschen. Aber gab es so eine Geschichte, wo du dich gern dran erinnerst? Ja, also es gibt so einige, aber eine ist mir besonders in Erinnerung geblieben, weil da war ich im Insolvenzbereich tätig noch bei meinem alten Chef als Angestellte und hatte dann ein Insolvenzverfahren betreut, wo der Geschäftsführer einfach Krebs bekommen hat und sich nicht mehr so richtig um die Geschäftsvorgänge kümmern konnte. Ne? Das kommt leider auch sehr, sehr oft vor, dass vieles an dem Geschäftsführer hängt, ne, dass er gar nicht so richtig delegieren kann. Und der erkrankt dann und dann gerät das Unternehmen in die Schieflage. Das ist ein ganz häufiger Fall. Mhm. Und da war es eben so, da ist ein Geschäftsgebäude abgebrannt und es stand ein Anspruch gegen die Feuerversicherung im Raum in Höhe von über 400.000, auch mit Zinsen und mit allem Möglichen, was das Unternehmen aus der Schieflage gerettet hätte. Aber irgendwie hat sich die Versicherung total quergestellt und auch der Anwalt hat gar nicht gerichtlich versucht, den Anspruch durchzusetzen, sondern mal irgendwie dran erinnert, wann die Zahlung kommt und das wieder vergessen. Und so ging das dann eigentlich über 2 Jahre. Und ich habe den Anspruch dann eingeklagt und da gab es auch 12 Zeugen. Also es war gar nicht so einfach, den Anspruch durchzusetzen, aber letztendlich haben wir diese 400.000 und dann waren es auch irgendwie 60.000 an Zinsen oder so, weil bei Feuerversicherung, da gibt es nochmal andere Zinsen. Mhm. Und das Unternehmen hatte dann plötzlich ganz viel Geld auf dem Konto. Ne? Also Restrukturierung ist ja auch ein wichtiges Thema. Man kann ja auch Unternehmen aus der Insolvenz begleiten und retten und umstrukturieren. Es ist ja dann noch nichts verloren, sondern es ist eher eine Chance, sich in die Insolvenz zu begeben und da zu schauen, wie kann mir eigentlich geholfen werden. Das war ein Fall, an den ich mich sehr, sehr gerne erinnere, gerade weil dieser Geschäftsführer, der dann sehr, sehr krank war, sich so gefreut hat und man richtig gemerkt hat, dass es ihn selbst auch aufleben lässt. Und von diesen Fällen hatten wir so einige. Und ich erinnere mich, ich freue mich einfach total, wenn ich einfach Leuten aus der Schieflage helfe. Also wenn ich nicht nur, sage ich mal, reiche Mandanten habe, die ich noch reicher machen kann, das mache ich auch sehr, sehr gerne, aber Mandanten, die gerade das Geld unbedingt brauchen und dann auch bekommen. Ne? Also das sind immer die schönsten Fälle. Aber da gibt es tatsächlich ganz viel. Also da müsste ich tatsächlich länger drüber nachdenken, was noch so eine besonderen Fälle für mich waren. Aber das war ja schon ein toller Fall. Also, und das merkt man ja auch, wenn man dich so ein bisschen verfolgt, auch im Netz, dass du das ja auch als Berufung, ja, also du hast ja eine Mission, genau dort zu helfen, wo vielleicht viele Anwälte sagen, oh, das interessiert mich jetzt nicht oder ist vielleicht ein Aufwand oder ich meine, dann gleich in die Klage zu gehen und zu sagen, ich setze mich jetzt dafür ein, dass wir das Unternehmen auf der anderen Seite ja auch irgendwo retten, weil das Geld gebraucht wird. Ja? Mhm. Das zeichnet dich halt einfach aus. Das ist ja auch der Grund, warum wir dich gefragt haben, ob du Lust hast, mit uns als Partnerin die Masterclass auszurichten.
Ja, und ich habe mich sehr gefreut. Also ich denke, Forderungsmanagement ist generell ein Thema, was negativ behaftet ist, gerade weil eben das Synonym Inkasso sowieso einfach so ein nicht besonders schöner Begriff ist, ne? Viele kennen diesen Begriff nur in einem negativen Zusammenhang, aber es ist eigentlich was total Schönes, ne? Und man schafft eben auch klare Rechtsverhältnisse und ja. Die Rechtsordnung ist ja einfach dafür da, ne, dass eben den Mandanten geholfen wird. Und das mache ich eben total gerne. Das ist wirklich eine Berufung. Ja, also total schön könnte ich jetzt nicht unterstreichen, aber ich verstehe das aus deiner Perspektive total. Ja. Ich würde gerne dich fragen, jetzt du verfolgst ja auch die Medien, was da gerade weltweit so los ist. Und es ist sicher in die Glaskugel schauen, wie das uns wirtschaftlich treffen wird, aber es ist sicher nicht wirklich schwer vorauszusehen, dass viele Forderungsausfälle stattfinden werden. Das ist, glaube ich, sicher, dass sich diese Entwicklung abzeichnen wird. Wie würdest du vielleicht unseren Zuhörerinnen und Zuhörern raten, dass sie sich unternehmerisch oder wie sie sich unternehmerisch am besten aufstellen, um sich dahingehend abzusichern? Einfach vielleicht nur so ein, zwei Tipps, den Deep Dive machen wir dann sowieso in der Masterclass. Ja, also man sieht ja schon an den ganzen Geschäftsschließungen beispielsweise oder an der Gastronomie, sieht man ja einfach, dass viele Selbstständige und Unternehmer Forderungsausfälle haben und das sehe ich auch in meiner Praxis. Und es lohnt sich tatsächlich für viele Sparten, diese Forderungsausfallversicherungen sich mal anzuschauen, inwieweit das lohnenswert ist, dann sich mit dem Thema Factoring auch auseinanderzusetzen. Das lohnt sich nicht für alle Unternehmenssparten, aber gerade eben für die Produktion zum Beispiel. Und dann sollte man sich anschauen, inwieweit man rechtlich überhaupt abgesichert ist in den allgemeinen Geschäftsbedingungen, inwieweit Forderungsausfälle schon vorhanden sind und diese sollte man schnellstmöglich durchsetzen lassen. Und dann sollte man auf jeden Fall an unserer Masterclass teilnehmen, denke ich, weil da einfach die ganzen Facetten eben aufgezeigt werden, an denen man scheitern kann als Unternehmer. Und gleichzeitig wird einem erklärt, wie man das vermeiden kann, dass man scheitert und wie man trotz der Krise wachsen kann und das auf eine rechtssichere und gesunde Art. Ja, absolut. Das sind nochmal schöne Tipps gewesen. Irina, du hast mich am Anfang gefragt oder hast gesagt, da hatten wir das Mikro noch nicht hier auf Aufnahme gedrückt, dass ich gar keine Fragen habe im Vorfeld des Interviews. Das war Ja. nicht ganz richtig. Denn ich habe nämlich so eine kleine Personal Insights-Runde immer am Ende der Interviews. Und das sind so vorgefertigte Fragen, die du jetzt noch nicht kennst. Und ich würde dich Ja. einfach spontan fragen, hast du Lust? Ja, klar. Okay. Also, die erste Frage, die ich an dich habe, und das soll unser Interview heute schön abrunden, ist so der berühmte Elevator Pitch. Ja? Wer bist du und was macht dich aus? Ja, also ich bin Rechtsanwältin, europäische Wirtschaftsjuristin und befasse mich in meiner Arbeit sehr, sehr viel mit dem Thema Mindset und Kommunikation für Unternehmer, gebe eben auch Schulungen und meine Mandanten sind Selbstständige und Unternehmen, die Forderungsausfälle vermeiden möchten oder eben Forderungen durchsetzen möchten, wenn sie Forderungsausfälle bereits haben. Und genau, das ist eigentlich das, was ich sehr, sehr gerne und täglich mache. Und das Thema Insolvenzrecht fließt manchmal auch ein bisschen ein, weil ich mich eben auf diesem Gebiet gut auskenne. Aber ist gar nicht der Schwerpunkt meiner Arbeit, sondern wirklich alles rund um das Thema Forderungsmanagement. Wie kann ich meine allgemeinen Geschäftsbedingungen so gestalten, dass ich eben immer schön die Verzugszinsen drin habe und dass ich vielleicht auch gar nicht mahnen muss, sondern dass die Forderung direkt im Klageverfahren durchgesetzt werden kann, wenn ich Zeit und Ressourcen sparen möchte. Und ich arbeite eben sehr, sehr individuell. Und ja, bin jederzeit persönlich für meine Mandanten erreichbar. Das ist, glaube ich, auch ein Riesenplus, dass ich jetzt keine Mitarbeiter habe, die ich vorschicke, sondern immer persönlich für meine Mandanten da bin. Keine Firewall. Kannst du mir nochmal einen Unterschied erklären? Weil ich habe dich heute vorgestellt als Fachanwältin für Wirtschaftsrecht. Das ist natürlich falsch. Hast du schon korrigiert. Europäische Wirtschaftsjuristin. Was ist der Unterschied?
Fachanwalt, das ist ein Lehrgang, den man zusätzlich machen kann zum ganz normalen Anwaltsdasein, ne? Da muss man eben Fälle bearbeiten, beispielsweise auf dem Gebiet des Wirtschaftsrechts und dann ja noch Prüfungen ablegen. Und das ist eben ein Lehrgang. Und ich habe aber europäisches Wirtschaftsrecht zusätzlich studiert. Also das ist ein Aufbaustudium zusätzlich zum Studium der Rechtswissenschaften. Das geht noch mal 2 Jahre und das habe ich berufsbegleitend gemacht. Und das ist eigentlich der Unterschied. Und Okay. dann ist es eben auch auf Europa ausgeweitet praktisch. Also europäisches Wirtschaftsrecht und nicht nur das Wirtschaftsrecht in Deutschland. Macht ja Sinn. Ne? Wir leben ja in der Globalisierung. Da müssen wir mal über die Landesgrenzen hinausdenken, wie wir gerade lernen. Genau. Meine zweite Frage, ganz kurze Antwort. Was würde uns an dir überraschen? Beziehungsweise hast du irgendeine Eigenart, irgendein Spleen? Was würde die Leute überraschen? Ich weiß es gar nicht. Also ich höre ganz, ganz oft von meinen Mandanten oder Kollegen, dass ich ganz viel Ruhe reinbringe in die Fälle. Und das überrascht mich wiederum total, weil ich eigentlich ein sehr quirliger Mensch bin und eigentlich nie so richtig stillsitzen kann, sondern immer irgendwas machen muss und irgendwelche Ideen habe und gleich in die Umsetzung gehe und alles immer ganz schnell angehe. Und bei mir ist gar nicht diese tiefe Ruhe vorhanden, aber trotzdem kriege ich das von allen Seiten zu hören, dass ich wohl diese Ruhe überall reinbringe. Also das ist wirklich gerade so eine Frage, die mich beschäftigt, wie das überhaupt sein kann. Und da bin ich gerade so ein bisschen am Überlegen, was ich da eigentlich ausstrahle. Und ich glaube, das überrascht die Leute vielleicht, wenn sie wissen, dass ich eigentlich überhaupt gar nicht so dieser ruhige Mensch bin, sondern eher das Gegenteil. Ja, das Was aber fällt mir. wichtig ist, weil ja viele Emotionen damit oft eine Rolle spielen, ja? Finde ich. Wie meinst du das? Naja, wenn es um Rechtsstreitigkeiten geht, ja, oder um größere Geldsummen geht, oder wenn gerade mal eine Ja. Firma gerettet werden muss wegen einem Brandfall oder so, dann Ja. hängt ja davon auch eine ganze Menge ab. Ja, es sind ja ganz viele Mitarbeiter vielleicht in der Firma, die ihren Job verlieren würden, wenn es die Firma nicht mehr Ja, gibt. absolut. Ja, und da ist einfach Ruhe, ein Ruhepol, eine gute Idee. Ja. Ja, absolut. Also es wäre ja auch, glaube ich, das Schlimmste, wenn der Rechtsanwalt da irgendwie auch nervös werden würde, sondern, aber das ist ja meine tägliche Geschäftspraxis seit 2013, ne? Also es ist ja schon das 9. Jahr, wo ich im Forderungseinzug tätig bin. Also ich glaube, da kann ich schon sehr ruhig bleiben. Das stimmt. Okay, nächste Frage. Wenn du eine berühmte Persönlichkeit treffen dürftest, egal ob lebendig oder schon tot, wer wäre das und was würdest du diese Person fragen? Das ist tatsächlich eine sehr, sehr gute Frage. Also ich glaube tatsächlich Judith Williams, ne? Das ist gar nicht irgendwie so eine extrem weltweit berühmte Persönlichkeit, sondern eher in Deutschland. Aber ich finde diese Frau super faszinierend, gerade weil sie ja eigentlich Opernsängerin war und dann einen Tumor hatte und sie das eben eigentlich als Berufung gesehen hatte und ihre Berufung aber nicht leben konnte. Und dann hat sie sich da so ein Imperium eigentlich auch aufgebaut und ist trotzdem aber auch so ein Familienmensch und super sympathisch und hat Sinn für Humor. Also das ist eine Frau, die ich so gerne anschaue und ganz, ganz toll finde. Also wenn ich die treffen würde, würde ich mich riesig freuen und würde sie einfach fragen, was ihr Erfolgsgeheimnis ist. Vielleicht können wir sie mal zum Podcast einladen. Ja, stimmt. Dann nehme ich dich mit dazu, machen wir das zu dritt. Ja, gerne. Okay. Welchen Beruf haben sich deine Eltern für dich vorgestellt? Meine Eltern, also das ist, glaube ich, irgendwie so typisch, dass sie sich gewünscht haben, dass ich entweder Ärztin, Anwältin oder Unternehmensberaterin werde. Unternehmensberater ist dann mein Bruder geworden. Ärztin wollte ich nicht werden, aber tatsächlich ist es so, also die hätten sich das sicherlich so gewünscht, ne? Haben diese drei Berufe immer mal wieder so eingeworfen. Aber letztendlich haben sie gesagt, soll ich einfach auf mich hören und schauen, was ich überhaupt machen will. Es war denen schon wichtig, dass ich studiere. Das muss ich schon zugeben. Also so ganz egal war denen das nicht. Aber
ich hätte eigentlich alles studieren können, was ich wollte. Und habe da auch so ein bisschen, ja, nicht so meinen Weg gefunden erstmal und habe überlegt, was will ich denn eigentlich machen? Und ganz viele haben gesagt, du hast doch einen ausgeprägten Sinn für Gerechtigkeit und du magst es, Dinge durchzusetzen. Schau dir doch mal irgendwie Juristen an, mach doch mal ein Praktikum beim Anwalt. Das habe ich dann gemacht und das hat mir total gut gefallen. Und so habe ich mich eigentlich total spontan entschieden für das Jurastudium. Mhm. Und da haben sich meine Eltern schon sehr drüber gefreut. Aber die hätten sich auch jedes andere Studium eigentlich für mich vorstellen können, denke ich. Mhm. Gibt es ein Buch, welches für dich einen großen Mehrwert hatte? Ja, also auf jeden Fall auf Platz 1 immer, schon seit langem, sind die Gesetze der Gewinner von Bodo Schäfer, weil da einfach Gesetze vorgegeben sind, ganz, ganz kurz auch drüber geschrieben ist, was eigentlich wichtig ist, gerade für Unternehmer oder für starke Persönlichkeiten, mhm. warum das wichtig ist und welche Schritte man gehen sollte, um eben dran zu arbeiten, um diese Fähigkeiten für sich zu entwickeln. Weil ich mich sehr für Persönlichkeitsentwicklung interessiere, ist das ein sehr, sehr tolles Buch. Und das kann ich auch jedem empfehlen, egal ob Unternehmer oder nicht. Die Gesetze der Gewinner sind mein absoluter Favorite. Mhm. Super. Wir packen das Buch bzw. den Link zum Buch mit in die Shownotes, genauso wie die Kontaktdaten zu dir, Irina. Und ich habe noch eine vorletzte Frage. Wenn du dir drei Personen, so ein bisschen hast du ja schon beantwortet, aber drei Personen aussuchen könntest, wen würdest du gern hier im Podcast mal hören? Wen sollen wir einladen? Ich finde, also Bodo Schäfer auf jeden Fall, ne? Den Autor des Buches, eine ganz tolle Persönlichkeit. Dann Dirk Kräuter, das ist auch ein, der hat die Vertriebsoffensive, ist auch ein ganz, ganz toller Unternehmer, der eben zeigt, wie Verkaufen geht. Und ich denke, wir alle verkaufen uns jeden Tag, egal ob Unternehmer oder mhm. nicht. Selbst unseren Kindern müssen wir irgendwie Spinat verkaufen, ne? Weil wir wissen, dass es gesund ist. Und von dem kann man super viel lernen. Und Sven Lorenz würde ich auch vorschlagen. Ich bin dieses Wochenende auf der Unternehmeroffensive in Frankfurt am Main. Und freue mich riesig auf die Leute, die da auf der Bühne stehen. Zum Teil auch zwei, die ich treffen werde, die auch in der Masterclass da sind. Und zwar die Ulrike und den Florian. Mhm. Und er hat wirklich sehr, sehr viel zu erzählen und ist auch eine ganz tolle Persönlichkeit. Stark. Jetzt habe ich nur Männer genannt. ja, bitte. Mach bitte noch was für die Frauenquote. Ja, also Dr. Carmen Meyer finde ich auch ganz toll. Die macht Aktiencoachings und zeigt gerade Frauen, wie man am besten in Aktien anlegen kann. Das finde ich auch ganz toll. Mhm. Oder eben auch Charlotte D'Agostino, die mich als Business Coach begleitet hat auf dem Weg aus der Elternzeit in die Selbstständigkeit. Und die ist Rechtsanwältin und Business Coach. Und macht aber alles auf eine spirituelle Art und Weise. Also sie arbeitet mit Karma-Prinzipien mhm. und ist auch ein ganz toller Mensch. Also die Super. Zwei Frauen kann ich auch wirklich empfehlen. Und die Judith haben wir ja auch noch. Ja, stimmt. Genau, die haben wir auch noch. Damit haben wir die Waage. Liebe Irina, unser Interview ist zu Ende. Ich danke dir vielmals fürs Kommen, für deine Zeit. Ich freue mich riesig auf die Masterclass mit dir und deinem Team. Und würde dir die letzte Frage stellen und damit das Schlusswort überlassen. Wenn du eine Sache auf dieser Welt verändern dürftest, was wäre das? Also gerade jetzt in den letzten Tagen, ich meine, die Ukraine ist ja auch mein Heimatland und es passieren sehr, sehr viele Dinge auf der Welt, die sehr negativ sind. Und die Nachrichten, wenn man die einschaltet, dann sieht man wenig Positives. Und trotzdem geht das Leben aber weiter für uns alle. Also ich würde mir wünschen, dass jeder einfach hilft, wenn er die Möglichkeit sieht, helfen zu können, egal in welchem Bereich. Und dass auch jeder versucht, einfach Innenschau zu halten und das Positive im eigenen Leben zu erkennen und trotzdem irgendwie versucht, glücklich und positiv durchs Leben zu gehen. Und damit eben die Welt ein Stück schöner zu machen, auch in dieser schwierigen Zeit, die ja wirklich gerade für die ganze Welt nicht einfach ist, aufgrund der Pandemie und auch aufgrund des Krieges, das würde ich mir wünschen.